Erntemaschinen lösen immer wieder Feldbrände aus. Sowohl auch bei diesem Feuer gestern in Bedburg-Hau am Niederrhein. Nach Angaben der Feuerwehr hatte offenbar ein Defekt an dieser Maschine den Brand ausgelöst. Schnell breiteten sich die Flammen über das gesamte Stoppelfeld aus. Für das Löschen musste die Feuerwehr Wasserschläuche über mehrere hundert Meter verlegen. Erst am frühen Freitagabend war das Feuer gelöscht.